So, Delem, da bin ich wieder. Und wie man sieht, sieht man nichts. Es ist immer noch am Laden. In der Zeit, wo ich alles, wirklich alles umgestellt habe. Der Dashboard und. Und ja. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, Schudele, da wollen wir mal, ne? Mein Hicken wird jetzt so abgeht. Und wie man sieht, sieht man nichts. Ist immer noch der Ladebildschirm, nicht wahr? Oh na. Oh na. Jo mei. Ist sofort wieder home, wa? Ja, grüezi! Was? Okay, der ist hier drin. Nett, wirklich nett. Da wollen wir mal kicken. Also, wie man sieht, habe ich keine Kohle, weil das die Upgrades für die Waffen, sprich Designs und sprich der LKW, war ein bisschen teuer gewesen. Ich fasse es nicht, echt nicht. Ich fasse es nicht, dass das mich über 1 Million gekostet hat. Wirklich. Der LKW, die Waffen haben mich eiskalt über 1 Mille gekostet. Wie das zustande geht, keine Ahnung. Aber es hat mich halt so viel gekostet, nicht wahr? Einfach nur krass. Ja. Gucken. Ach ne, da wollte ich jetzt nicht. Ich habe auch keine Einladung. Ich guck mal, ob zufällig was Neues dazugekommen ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Es ist immer noch der Wagen da. Da wird ja auch kein Bennys Auto rauskommen, das ist klar. Weil er gerade da eben was mit Kennzeichen. Okay. Haben wir nicht gesehen anscheinend. Und wenn doch, haben wir da zu spät gesehen. Ja. Also hätte ich mir das limitierte Angebot, sagen wir mal so, nicht gekauft, hätte ich mir den MTW kaufen können. Ja gut, aber dafür habe ich mir noch irgendwie was gekauft, was ich wohl vergessen habe. Ich weiß noch nicht was. Weil ich hatte ja mal wirklich so 2, 3. Was ist denn da zu ihr? Was habe ich mir da? Habe ich dann für 1 Million gekauft. Ich weiß echt nicht mehr. Alles krass. War schon ein bisschen länger her anscheinend. Ja, ist es auch. Aber der Bunker ist fleißig am Produzieren.
Der Wert ist gut. Der Wert ist mehr wie gut. Ah, ich hänge, ich hänge, ich hänge, ich hänge, ich hänge durch die Gegend. Wie man LKW aussieht, das zeige ich euch nicht. Oder vielleicht doch? Gucken wir mal. Da ist der LKW. Und wie man sieht, sieht man von hier aus nichts, ne? Okay, ich zeige euch meinen LKW. Man kommt eventuell gerade was erahnen, wie er aussehen könnte. Und wie er ausschaut. Was sehen wir jetzt? Gehen wir jetzt mal da. Da so. Ja, so, so, ja. Schudele. Perfekt. Und so sieht mein LKW aus. Ja, gut. Ist jetzt nicht so hoch, wo man sagen kann, so, wow, geil. Aber mir gefällt's. Weil, ja. Mir gefällt's wirklich. Verliert er ja Geld? Ja. Der ballert hier mit Geld rum. Ist auch geil, ey. Auch nicht schlecht. Ballert der hier eiskalt mit Geld durch die Gegend, ey. Ist eindeutig ist das für mich irgendwie Geldverschwendung. Aber er ist hart. Und das mit diesem grünen Schimmer hat auch irgendwie was. Finde ich es. Die Geschmäcker sind groß, man kann sich darüber streiten, aber mir gefällt's. Ne? So. Wie gesagt, der Bunker ist fleißig am Produzieren. Wir gehen jetzt auch. Wollte jetzt sagen, an die Kanonen. Aber nein. Wir gehen an den Labby. Und machen eine Mission. Vielleicht kommt ja jetzt das die Mission, wo schon jeder eventuell schon drauf gefiebert hat oder schon machen wollte oder es noch nicht machen konnte, weil er anscheinend diesen Ranked von GTA noch nicht hat, wie das geht und so, keine Ahnung. Man kann nur darüber munkeln. Aber ich weiß, dass es definitiv zur Nacht, weil tagsüber kann ich mir das nicht vorstellen, eher zur Nacht. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht ist es jetzt auch gerade Nacht. Weil ich habe definitiv eben nicht auf die Uhr geguckt. Abwarten. Mit dem abgestürzten UFO und mit dem Ei. Eieiei. Na, es ist nicht Nacht. The lab thinks there's some mileage in. Lustig. Es ist definitiv nicht das mit dem Alien-UFO. Auch nicht schlecht. Was? Ey, Alter, warum steigt der da ein?
Freund. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er... Ah ne, der ist doch nicht mein Freund. Okay, aber das da unten war mein Freund. Okay. Aber trotzdem, der, ich hoffe, dass der 88er mich in Ruhe lässt. Ansonsten jage ich den und mache hier Party in GTA. Und das wird keine kleine Party, das sage ich jetzt schon mal voraus. Ich werde hier dermaßen Stress machen. Davon kann man sich dann ein Liedchen singen. Da ist gerade irgendwas explodiert. Oh ne. Ich sehe es kommen. Ja, das tat's. War schon alles? War eben alles nur rot. Ich hab Schiss, dass ich da den LKW, das Auto beschädige. Ah, scheiß da Hund drauf. Scheiß da drauf. Er war gerade verarsche. Verarschen. Keiner mehr da. Okay. Können wir ja die Ware einsacken. Okay. Ah, nein, 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 nein. Naja. Nicht wirklich, oder? ETF. Was? ETF. Ne Scheiße. Echt, WTF? Wenn man jetzt auch noch hier dieses Fahrzeug auch noch so als Panzer... Uah!
Oh, jetzt habe ich die Person verloren. Was so wird. Aber wenn man jetzt wirklich die Person... Ach, die Person. Wenn man noch dieses Fahrzeug auch noch als Panzer umrüsten kann... Warum? Oh, leck mich doch fett, ey. Was ist das denn hier, ey? Ja, komm. Nee, ich bin nicht bereit. Ja, klar, zwei LKW. Ach, zwei LKW sag ich schon. Zwei Helis. ETF. So lange ist noch LKW. Ach, schon wieder LKWs. Was habe ich mit den verdammten LKWs? Schwer ist es echt nicht, ey. Aber egal. Ja, ist klar. Quatscht. Okay, da wurde ein Helikopter abgeschossen. Und nicht von mir. Irgendeiner hat ein Heli abgeschossen. Okay. Jedenfalls danke dafür. Aber dieses Fahrzeug habe ich noch nie in meinen Bunker gebracht. Wahrscheinlich, weil ich es zu oft zerstört habe. Aber ich, wenn, dann habe ich auch nur, genauso wie gerade, zweimal draufgeschossen und bumm, kaputt. Toll. Und jetzt ist es, sehe ich, dass es gepanzert ist. Das ist schon krass. Echt krass. Mach dich mal hier nicht so fett. Aber ich muss sagen, dass ich dieses Fahrzeug nicht besitze, fährt es sich gar nicht mal so schlecht. Also in der Kurve, ja, gut. Er reagiert nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Also in der Kurve, Respekt. Im Gelände wird er auch nicht so schlecht sein. Aber kann man ja jetzt ausprobieren. Wenn wir einfach mal Geronimo machen. Boah. Beschleunigung ist klar. Das ist nichts anderes. Obwohl, für so einen Jeep schon. Die fahren einfach auf der Gegenfahrt. Gut, hab ich da jetzt so eine Panzerung verloren? Da war dann raus, ey. Aber anscheinend doch nicht. Ah. Ja gut, wenn man halt zu schnell, sag ich mal, nach links und rechts lenkt, wirkt er ein bisschen auf mich ein bisschen schwammig von der Lenkung her. Aber diese Schwammigkeit ist auch in der Hinsicht wieder ein Vorteil, weil er schnell so lenken, also ausweichen kann. Aber der Nachteil natürlich ist ganz klar, die Ausbrechrate ist sehr hoch bei ihm dann.
Weil wenn ich so und dann so und dann. Ich habe keine Kontrolle mehr gehabt. Gerade. Echt nicht. Ich habe gerade versucht, was ich wollte. Kontrolle gleich. Null. Aber GZ. Für dieses Fahrzeug, echt. Somit habe ich jede Mission jetzt abgeschlossen. Vom Bunker her. Das ist auch nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Hat das Spiel verlassen? Aha, okay. Good work. Ja, ich weiß, dass ich einen guten Job gemacht habe. Muss man jetzt so sagen. In dieser kurzen Zeit hat sich ja in meinem Lager nichts verändert. Oh Mann, ich könnte heulen. Ja, bitte nicht auf die Eier. Der ist nicht direkt hier, oder? Doch, der ist hier. Entweder du gehst weg oder ich spring dich um. Kannst du ja aussuchen. Gut. Dann bringe ich dich um. Ich hab mich erschrocken. Könnte man jetzt sagen. Ich bin aber auch schreckhaft, muss ich sagen. Das Geile ist, ich verstecke mich mal hinter seinem Auto. Nö. Ach, nö, komm schon. Gerade wo ich hier jetzt anfange, Stress zu machen. Ist doch langweilig. Ich hab mich nur erschrocken. Und dann verlässt er schon das Spiel. Von mir aus. So. Na nun, na na, was haben wir denn da? Wir machen jetzt ein bisschen Terror hier. Denn mein Lager ist voll. Hab nix zu tun. Und mach jetzt Terror in GTA. Will ich nicht, ich will den Typen da mit dem Packet. Alter, wie weit ist er von mir entfernt, ey? 20 Meilen? Sicherheit, oder? Okay, der fährt auf der Autobahn. Come on! Fuck! Er hat es definitiv noch geschafft, die Lieferung abzugeben. Ich dachte, er fährt auf die Autobahn. Scheiße. Dann, tja, Pech für die anderen, würde ich schon sagen. Ich mache jetzt Stress.
immer das, was so rot blinkt, mit eigentlich? Ne, ich. Ach, hey. Dass er den nicht anvisiert, ey, verstanden. Ja, ist klar. Da habe ich nur von 100? Das war ja ein billiges Fahrzeug, echt. Oh, das war Glück. Okay, der ist ganz oben, alles klar. Ich muss sagen, ich wurde zu oft getroffen.
Woppa. Der Helikopter geht mir ein bisschen auf die Eier. Okay, der ist auch ganz oben. Der ist unten. Kopf, 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 Kopf. Ich steig aus. Ich bin tot. Hi Igel. Na, wie geht's? Wo bin ich denn hier? Ausgerechnet. Okay, das ist auch nicht schlecht. Komm, dreh. Put, 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 put. Alter. Aha. Schon sagen, ey. 20 Jahre bis er mal endlich mal. Ja, ein Helm bringt wohl, glaube ich, weniger, aber ein Fallschirm von der Höhe. Ja. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock, seinen Fallschirm wieder mal auszupacken. Hört sich ja nicht so gerade nach. Yay, mir geht's gut an. Eher so, ja, könnte besser sein. An. Oh. Okay. Ja, ich muss auch dazu sagen, also bei GTA, ich zocke ja auch sehr lange schon GTA 5. Und hab auch. Oh, ah, schade. Und hab auch auf der One geht ja wirklich gesuchtet. Was ist das denn? Ich muss. Ich hab wirklich geht ja früher sehr, sehr gesuchtet. Das heißt, Missionen. Das gebe ich nicht. Da fliege ich eiskalt da drunter. Wirklich Missionen oder Rennen fahren. Damit habe ich mich am schnellsten. Gelevelt. Nee, das war kein Wasserflugzeug. Und das war auch irgendwie kein Baumflugzeug. Also, ich dachte, es gibt ja die Baumschule. Vielleicht gibt es auch ein Baumflugzeug. Aber nö, anscheinend nicht. Nimm ich mal einen Baumhelikopter halt. Der hat mehr Bums. Und da steht er schon. Krass. Will keiner Geld verdienen hier? Bin ich der Einzige, der gerade so, yay, ich hab Bock auf Geld. Oder was? Gut, der fliegt mal mit dem Flugzeug durch die Gegend, aber was soll's.
Der ist wieder ganz oben, darauf habe ich keinen Bock. Fliegen wir halt da lang. Ab in die Stadt. Dümpel. Aber muss ich ja so tief fliegen? Ach, da unten ist ja schon eins. Ja, also CO oder Biker Clubs, da levelt man eigentlich auch schnell. Man levelt aber auch nur so schnell, man levelt eigentlich sogar schneller wie bei jetzt bei Rennen oder bei Missionen oder so. Das ist klar, aber wenn du CO oder in dem Biker Club Missionen machst. Sagen wir mal so. Am besten ist, du bist in einem bei irgendeinem Kumpel. Komm, ja. Irgend bei einem Kumpel oder Bekannten oder so. Die jetzt gerade wirklich gerade jetzt Bock hat mit dir GTA zu zocken, kriege ich nicht. Dann lässt du dich einfach bei dem ein, also anwerben, entweder CO oder Biker Club, spielt keine Rolle, weil wenn du Angestellter bist, dann verdienst du automatisch klar Geld. Aber levelst dann auch automatisch noch schneller, wie wenn du jetzt dein eigener CO bist oder MPC oder wie das da ist, da mit diesem Biker Club, keine Ahnung. MCP oder irgendwie so, keine Ahnung. Hat sie ja, glaube ich, auch geschrieben, glaube ich. Ne, hat sie nicht. Ja, die Bullen nerven. Aber im Helikopter nerven sie nicht mehr so dolle, sagen wir mal so. Gerade im Buzzard oder in dem anderen Helikopter. Ich glaube, heißt Savage. Da ist. Oh, Savage ist nicht schlecht. Unendlich Raketen. Aber ist halt nicht so schnell wie der Buzzard. Irgendwer hat da irgendwas gemacht. Soll ich dem die Tour versalzen oder soll ich sie dem einfach gewähren? Da oben steht, ich soll versalzen. Okay, ich bin so gemein und versalze die Tour wirklich. Jetzt nicht. Wollte einfach mal ein bisschen da. Ja, stimmt schon. Also ist auch, kann man. Ja, ist auch nicht verkehrt. Aber was habe ich mal bekommen? Ich glaube, ich habe mal. Boah, was habe ich da bekommen? Ich meine, über 10.000 Dollar als Gehalt. Man muss auch dazu sagen, wir haben auch ziemlich lange, also gezockt gehabt. Ich war auch ziemlich lange in seinem CO oder, ja doch, war CO gewesen. In seinem CO-Mitglied gewesen.
Aber bis man halt auch 10.000 bekommt, das dauert halt auch. Erstmal glaube ich nur so 2.000 oder so, oder und danach glaube ich 3 oder 4, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Muss auch immer dazu sagen, kommt auch immer drauf an, wie Rockstar gerade gut gelaunt ist, weil das weiß ich nämlich noch, da an dem Tag, wo ich halt auch die 10.000 bekommen habe, da war irgendwie was gewesen bei Rockstar, keine Ahnung was, irgend so ein Tag war da. Nee, das war halt nicht, das war kein doppelter RP und doppeltes Geld, das gibt es ja nur bei Missionen oder Rennen, ja, das ist eigentlich auch eine Mission so gesehen. Aber irgendwas war da gewesen. Ist hier keiner in der Gegend, den ich ein bisschen nerven kann? Was ich nur blöd finde, ist, dass hier die Lenkraketen bei den anderen Spielern nicht aktiviert werden. Ob das halt so scheiß Ton drauf sind, auch so KIs oder was? Nervig. Wo fährt er lang? Okay. Er bleibt da stehen. Ja, in 2 Stunden. Aber ich meine, so 10.000 direkt als Gehalt, ne? Ja, gut, also ich meine nicht hier so mit, wie heißt es, so mit dem Warenverkauf. Warenverkauf ist ja, ist wieder was anderes. Da kriegst du ja auch einen Anteil. Der bekommt halt, ich sag jetzt mal, 400.000 und du bekommst 150.000. Nur mal so grob geschätzt und gerechnet. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten da an dem Tag auch ziemlich lange gezockt. Das waren, keine Ahnung. Jedenfalls waren das keine 24 Stunden, das weiß ich. Das waren so, keine Ahnung. Ich glaube so 10 Stunden oder 11 Stunden, die wir gezockt hatten. Aber wie gesagt, da war auch an dem Tag irgendwie was gewesen. Da habe ich ihm das auch noch gesagt. Ey, ich habe 10.000 gerade von dir als Gehalt bekommen. Und der so, echt geil. Aber natürlich direkt, habe ich mich natürlich direkt als CEO angemeldet. Und haben wir genauso lange dann gezockt. Insgesamt waren das dann auch 20 Stunden. Und er hatte dann irgendwann mal in den 10 Stunden, hatte der dann auch die 10.000 bekommen. Also Auftrag war, weiß ich gar nicht. Naja, Auftrag war es nicht. Also wir haben auch so wie ich jetzt hier so rumfliege, haben wir ja einfach nichts. Wir haben keine Mission gemacht, also keine Vorräte geholt, gar nichts. Wir waren einfach nur präsent in GTA. Dann immer weiter und nach ein paar Tage, also nach ein paar Stunden später, guten GTA, nach ein paar Tagen später war dann halt Gehalt 10.000.
Ja, wie gesagt, das, was du gerade so da geschrieben hast, so mit dem EP-Boost, da war auf jeden Fall was. Da war auf jeden Fall was. Das war aber nicht so, jetzt sag ich mal, normalerweise, ne, weißt du, wie ich das meine jetzt so mit, sagt ja Rockstar, Preis, also kündigt das Rockstar ja, so sag ich jetzt mal, groß an, so mit so RP und Geld, mit Geldboost und so. Ach so, ich wollte auflegen. Und, aber das war nicht so präsent gewesen, also, ich sag jetzt mal, das wussten die wenigen davon. Jedenfalls von der Community, wo ich mich ja hier rumtreibe. Wussten es echt nur die wenigen. Ja, also so eine Meldung meine ich. Also auch wenn du dich anmeldest, so startst, also ne, wartest, guckst auf den Ladebildschirm. Ich muss dazu sagen, das was da immer so steht, lese ich nicht. Auch wenn da so mit EP oder Geldboost ist, lese ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Bin ich ganz ehrlich, bin ich zu faul für. Aber irgendwie sowas in dem Ladefrequenz auf dem Ladebildschirm stand auf jeden Fall, müsste auf jeden Fall was gestehen haben. Auf jeden Fall. Wenn man einen Bunker hat, hat man automatisch ein Bildschirm. Hui, Platsch. Genau, ja, genau. Wenn man du dich anmeldest beim Login, halt bei dem Ladebildschirm, ne? Genau. Ja, genau. Deswegen, also, ich sag jetzt mal auf Facebook oder Twitter oder sonstige Plattformen, da schreibt Rockstar ja wirklich jedes Mal so permanent so doppelter also EP Boost und Geld Boost und so. Bei, ich sag jetzt mal, bei Heist oder was dann trennen oder so. Aber das mit den CO oder M, also jedenfalls Motorradclub, da stand es nicht. Aber so jetzt, so was du gerade auch auch geschrieben hast, so in einem Ladebildschirm da Startsequenz, also Login, da wird das auf jeden Fall gestanden haben. Weil ich sag mal so, Rockstar ist in Anführungszeichen dein Freund, aber auch wieder dein Feind. Alleine jetzt, bevor der Gunrunning kam, also da war, da hat wirklich Rockstar mir insgesamt, ich muss jetzt so kurz zusammenrechnen, fünf bis 6 Millionen einfach mal geschenkt. Die 4 Millionen sind klar, warum ich die bekommen habe, weil ich mich bei Rockstar ziemlich oft bei denen beschwert habe, dass mir noch Geld zusteht und deswegen hat Rockstar mir auch öfterens mal Geld überwiesen, damit sie mich endlich von der Liste streichen konnten.
Lampe? Aha. Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, also mit dem Biker Club zocke ich zum so gut wie gar nicht. Ist mir zu langweilig, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also ich habe von vielen gehört, dass es 200 waren. Einen haben auch so wie, ja, nicht ganz so wie ich, aber fast wie ich, haben nur 2 Millionen gefehlt. Also 4 Millionen haben sie da, haben die von Rockstar bekommen. Das ist so gesehen vom Gamer zu Gamer unterschiedlich, was Rockstar dir an Geld gibt. Klingt komisch, ist aber so. So gesehen bist du bei Rockstar der beste, wirklich der beste Kunde, dann kriegst du von. Alles klar. Ich dachte, der macht jetzt hier eine Bruchlandung, aber anscheinend nicht. Ja. In meinen Augen weiß ich nicht. Also ich finde eher so geht so, ne? Also mit der Kohle machen bei dem Club. Ich weiß es echt nicht so. Also bei CO habe ich alleine jetzt, wenn ich auch als der CO-Präsident war. Habe ich mehr Kohle gemacht wie beim Biker Club. Ja, kommt davon, weil weil sich gerade dass die Party gerade mit dem Channel sich gerade wieder mit dem Channel gerade synchronisieren musste, deswegen habe ich gerade geleckt. Also wie gesagt, also beim Biker Club habe ich nicht so viel Kohle gemacht wie bei CO. Bei CO habe ich insgesamt, keine Ahnung. Wenn ich jetzt rechnen, weiß ich gar nicht. Ich könnte nachschauen. Beim Biker Club habe ich so, glaube ich, nur so eine halbe Million gemacht, aber beim CO werde ich echt nachschauen. Kann schon mal machen. Ich rufe mein Handy mal. Dö. Nee, ich will keine Mitarbeiter einstellen. Toll. Und da kam ich her. Also die Frage, wo, sehe ich das auch an meinem PC? Oder sehe ich das nur an dem PC in der Base? Also in dem Lager. Alter, ich war lange nicht mehr da. Und ich habe mehrere Lager, das weiß ich auch. Lager 1 und Lager 2. Ah, die liegen ja eigentlich sehr nah beieinander. Okay, dann fliegen wir mal zu dem einen da hin. Ja klar, also bei den Drogen, da habe ich das Kokslabor. Weil Koks bringt das meiste. Und traurig, aber wahr, es spielt keine Rolle, ob du jetzt das billigste, die billigste Location hast oder die teuerste Location.
kriegst der Koks, also der Koksgewinn bleibt gleich. Eine Flugfahrt, die ist lustig. Eine Flugfahrt, die ist schön. Ach, der ist ja auch noch da. Das weiß ich auch noch. Das heißt, vorsichtig landen. Haley ist aber geschützt. Also kein Problem. Also beim Kokslabor. Das weiß ich, da habe ich definitiv keine Million gemacht. Oder vielleicht doch, ich weiß es echt nicht. Da werde ich auch nachschauen. Kann ich auch gleich mal machen. Rein theoretisch wird das Lager leer sein. Ja, es ist auch leer. Aber trotzdem gehen wir mal im Labby. Ja. Okay. Also die Location hat sich auf jeden Fall selber finanziert schon. Gut. Ja. Ja, ich. Ja gut, wenn man das jetzt so macht, wie ich das mir jetzt gerade so vorstelle, mit den ganzen Location bei dem Club, alle Locations voll machen und dann, wenn alle Locations schreien, wir sind voll, und dann alle wegbringen, ja gut, dann, ne, machst du in der Hinsicht schon viel Geld. Aber die Location musste ich erstmal so gesehen selber finanzieren. Das heißt, wenn du nur, wenn die Location 1000, ne Quatsch, 150.000 Dollar gekostet hat und du hast nur 75.000 Dollar in der einen Location nur erzielt, hast noch keinen Plus gemacht. Ja, am Laufen halten, das stimmt schon. Also, wie gesagt, also mit dem Laufen lassen, so mit dem Sand am Meer, kann ich nichts zu sagen. Kann ich echt nichts zu sagen. Weil ich nur drei Locations habe. Die Papierfälschung ist aber bei mir nicht im Betrieb. Gras ist bei mir auch nicht im Betrieb. Das einzige, was so gesehen nur im Betrieb ist, ist Meth. Nicht Meth, Koks. Rein theoretisch, keine Ahnung, ob da was drin ist.
Sieht leer aus. Ich will auch kein Radio anmachen. Ich will an den Labby. Oh, geht da schon wieder an einem scheiß Radio, ey. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, jetzt raucht er sich eine. Aha. Okay, der hat das also zusammengezählt. Gut zu wissen. Oder kann ich mir nicht vorstellen, dass ich in der Location auch 2 Millionen gemacht habe. Aber kann sein, weiß ich nicht. Naja, also kommt drauf an, ne? Also mit der Zeit und so. Also ein Kumpel von mir, gut, der hat auch nicht alles, muss ich auch dazu sagen. Wir haben, also bei ihm haben wir es immer so gemacht gehabt, der hatte auch zwei Locations, entweder der hat zwei oder drei, ich weiß nicht, aber ich sage jetzt immer zwei. Die eine Location hat geschrieben, kannst du wegbringen. Haben wir das zu zweit weggebracht. Waren dann entweder drei Fahrzeuge oder vier Motorräder oder vier Flugzeuge, haben wir es auch geschafft, weil beim Fliegen oder beim Fahren, keine Ahnung, das liegt mir anscheinend irgendwie, ich schaffe da Wege mir an, wo, keine Ahnung, also wo ich gut Zeit mitspare. Und somit haben wir es immer geschafft. Und dann sind wir zu der anderen Location gemacht und gefahren und wieder der gleiche. Bup, bup. Aha, okay, ist nicht separat. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass ich in der kleinen Location 2 Mille gemacht habe. Also über 2 Mille. Aber ja, gut, früher gab es nur CO. Das habe ich schon bei den Autos, ey. ja, das stimmt wohl. Also, ne? Wenn man das Game lange gespielt hat, kennt man sich auch damit wirklich gut aus. Ist doch hier irgendwo Schein. Ach, da ist er doch. Vorsicht, da unten, ich lande. Hui. Ich hab doch gesagt, Vorsicht, da unten. Krass, hier habe ich ja noch Fahrzeuge.
könnte mal ein paar Fahrzeuge klauen. Oder mal ein paar Fahrzeuge verkaufen, sagen wir mal so. hätte ich wieder Geld. Ja, das stimmt wohl mit dem Schärfen. Was? Ich. Moment mal. Was? Och nö. Sag mir jetzt nicht, ich sehe nicht, wie viel ich in dem schon Schuppen verkauft habe. Ist doch Kacke. Da habe ich nur. Aha. Exklusiv. Ich habe nur exklusiv, keinen Luxus. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, natürlich, ne? Wenn ich gleich. Ah, nee. Oder ist da? Ja, doch, da ist auch Rasen. Wenn wir jetzt zum Kuxlabor fliegen, da ist auch Rasen. Obwohl. Ich bin ja einmal hier, ne? Könnte ich auch mein Auto nehmen. Aber das ist so. Blöd mit dem. Und wundert dich nicht, ich hab nicht alle Fahrzeuge. Ich habe nur ein. Und jetzt kommt's, jetzt habe ich zwei. Da würde ich mich kaputt lachen, ey. Ja, beim Koks ist auf jeden Fall Gras. Hui. So, da fahren wir mal zum Koks. Türstopper? ja. Ein. So gesehen ein Auto, was Spaß macht, aber auch wieder so gesehen unnötig ist. Weil unnötig, wie man sieht, die Autos fliegen über den Motor hinweg. Klar, das Auto wird dann ein bisschen auf den Boden gedrückt. Aber trotzdem. Nach einer Zeit geht das Auto einfach am Arsch. Dann geht es kaputt. Kann ich ein Feuerwerk hinten am. Besser gesagt, dann habe ich einen heißen Arsch. Wenn das passiert. Jo. Definitiv. Weiß ich nicht.
Also mal gut geflogen, muss man sagen. Ui, ich finde das aber lustig, ey. Ich hätte mal nicht so oft nach hinten schauen sollen. Ey, da habe ich schon noch aber richtig locker durchgepasst. Schon wieder eine Herausforderung. Nee, ich habe keine Lust. Toll. Wenn man mal einen Berg abbraucht, dann ist nie eins da. Ah doch, jetzt fahre ich gerade ein bisschen bergab. Das ist gut. Dann sehe ich ja jetzt endlich mal, wie schnell die Kiste ist. Was so lahmarschig? Ich hätte gedacht, hier wäre ein bisschen schneller. Egal. Ich könnte jetzt auch einen super Sportwagen rausholen, um die Challenge zu gewinnen. Aber ich habe keine Lust. Nö, nö. Oh, jetzt fängt langsam an, eine heiße Schüsse zu werden. Ne, ist auch noch nicht hier. Weil du gehupt hast. So. Das war ja sowas von klar. LOL. Nichts zum Arbeiten da, aber so arbeiten. Ist auch geil. Nice. Doch mal auf dagegen zu laufen, ey. Aber
Ich werde dich jetzt mal kurz weiterleiten zu einer netten, bekannten Streamerin. Also viel Spaß!